Markus Berger de Leon. Die Fragen der Twitter-Nutzer bezogen sich mehrfach natürlich auf einen Punkt, nämlich die Gerüchte darum, dass es eine Twitter-Integration bei StudiVZ geben soll. Was können Sie uns dazu sagen? Also die Gerüchte, Clemens Riedler hat es ja schon bekannt gegeben, es wird kommen und es wird sehr bald kommen. Sehr bald bedeutet? Nächste Woche. Eine andere Frage bezog sich darauf, dass zahlreiche Medien sich gerne bei StudiVZ bedienen, wenn es Unglücksopfer, entführte, geschundene Menschen gibt. Wie werden Sie künftig mit dem Thema Bildrechte in diesem Punkt umgehen? Wir gehen, glaube ich, auch heute schon extrem restriktiv damit um, sind auch in so einem Fall wie zum Beispiel Winnenden, auch wenn das nicht alle so wahrgenommen haben, aber geht unser Kundenservice einfach extrem vorsichtig damit um und guckt sehr schnell, dass wir identifizieren, wer sind die Opfer sind, dass wir die Profile relativ sehr, sehr schnell wirklich sperren, um eben genau sicherzustellen, dass da kein Missbrauch stattfindet. Aber es ist natürlich genauso was, dass wir eigentlich die Journalisten dazu auch immer wieder aufrufen müssen, dort wie an jeder anderen Stelle auch, mit den Rechten so umzugehen, wie sich das eigentlich gehört. Und das ist der Zwiespalt, den wir dabei haben. Ein dritter Fragenkomplex, der ganz häufig angesprochen wurde, ist natürlich der Konkurrenzkampf am Markt. Es hat jemand gefragt, finden Sie es eigentlich gut, dass Sie bald sterben werden? Dann kam das Thema auf Facebook, aber im Grunde ist ja ein Punkt, der da immer so durchscheint, die Usability scheint vielen unterlegen gegenüber den Konkurrenten zu sein. Also das mag man so wahrnehmen, aber Fakten sprechen ja für sich und da ist es nach wie vor so, wir sind und bleiben das größte deutsche soziale Netzwerk, aktuell 14,6 Millionen Mitglieder. Wir wachsen jeden Tag stärker als jede andere Plattform, auch stärker als Facebook, jeden Tag. Wir haben eine höhere Aktivität als jede andere Plattform, das heißt bei uns kommen 80% aller Nutzer mindestens einmal im Monat, das ist wesentlich mehr als bei jeder anderen Plattform, die Leute verbringen bei uns mehr Zeit, sie sind bei uns 30 Minuten am Tag, insofern Wahrnehmung ist das eine, aber die Daten, die wir jeden Tag sehen und die man auch sozusagen bei den unabhängigen Leuten wie Comscore oder eine IVW oder eine Argov sich angucken kann, sprechen eine andere Sprache. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir ständig weiter am Produkt arbeiten und neue Funktionalitäten live nehmen. Wir haben den Buschfunk live genommen, ja, und haben dann gleich mal eine Funktionalität hingestellt, die einfach größer ist als Twitter weltweit, ja, einfach was die Anzahl Nachrichten angeht. Insofern, es passiert bei uns extrem viel, aber alles, was bei uns passiert, und das ist sozusagen macht das eine oder andere nicht ganz so einfach, wie das vielleicht gerade in amerikanischen Spielern ist, ist auch immer komplett konform mit deutschem Recht. Und das bedeutet eben, dass man, wenn man Applikationen live bringen will, da auch gucken muss, dass die konform sind mit deutschem Datenschutzrecht. Und das bedeutet, dass man einfach ein bisschen andere Lösungen finden muss, die viel, viel mehr die Nutzerrechte achten. Wird Twitter denn den Buschfunk ablösen? Nö, das nicht, weil längst nicht alle Nutzer, die heute den Buschfunk nutzen, auch Twitter nutzen, sondern es ist ja eher, dass wir den Leuten, die heute auch Twitter nutzen, zusätzlich die Möglichkeit geben, das sozusagen untereinander zu synchronisieren, dass ich also nicht an mehreren Stellen meinen Status updaten muss. Welche sind die nächsten Funktionen, auf die wir uns freuen können? Wir machen natürlich weiterhin sehr, sehr viel auf der Plattform. Eigentlich die Sachen, die auch schon angekündigt worden sind. Das heißt, es wird was im Bereich Video geben, es wird was im Bereich Musik geben und es wird immer mehr Applikationen bei uns geben. Vielen Dank. Danke.